Was geht, Leute, und willkommen zur ersten Folge SG hier auf dem Pewcraft-Server. So, haben schon mal eine Axt bekommen, dieser nice. Auf jeden Fall habe ich in der letzten Scouts-Folge schon darüber erzählt, dass ich eigentlich jetzt für den Montag geplant hatte, einfach mal so die erste SG-Runde hier aufzunehmen. Also auf jeden Fall auf dem Kanal. Ich habe hier selber schon ein paar Mal gespielt. Okay, das ist ja was Unterschiedliches. Aber wir haben ja die Holzaxt und die macht ja schon gut Damage. Aber wie gesagt, also ich habe ja schon im Skyward-Studio gesagt, dass es nicht so meine Version ist. Also ich finde das echt ein bisschen lame, so die Kämpfe. Hier 0,8 Attack Speed, 7 Attack Damage, also ja, keine Ahnung. Ich finde ziemlich spannend. Und der Klick spammt. So, und hätten wir. Ja, keine Ahnung, also hier spielen glaube ich auch nicht so die krassesten Spieler drauf, aber ja, die Charakter hat Fire Aspect. Können wir gleich mal ein paar Leute anziehen. Nochmal gucken. Ob ich hier irgendjemanden sehe. Aber Junge, diese Blitze, die geben gerade richtig dieses alte Domseplay-Server-Feeling. Also, ich habe ja ganz früher mal auf diesen Dim-Survival-Games.net-Servern gespielt. Und boah, das war, also das war echt so wirklich der Anfang. Falls ihr mal Bock habt, irgendwie meine SG-Story vielleicht zu erfahren, dann könnt ihr es ja mal in die Comments schreiben. Der macht mehr und mehr Damage. Oh, er ist dann falsch angestorben. Zack, so. Hier die Steine 0,8. Und was ist da nochmal der Holzachs? Hier. 7 Tag Damage, 1 Tag Damage. Okay. Jetzt haben wir gar nicht die Karotte benutzt, aber was machen wir mal bei dem Gegner da vorne? Erstmal kurz die Rüstung anziehen. Und da. Ich weiß nicht, vielleicht die Folge wird vielleicht auch nicht allzu spannend sein, sage ich mal, für die meisten, aber ich dachte mir einfach mal, okay, spielst du mal eine Runde so live. Komm, haben wir ihn angezündet. Der hat einen Gäppel. Ah, stimmt. Das mit dieser Hand. So, da haben wir jetzt den Gäppel hier. Seht ihr es? Wenn ich jetzt Rechtsklick drücke, dann fresse ich den genau. Okay. Speedpots haben wir auch. Nice. So, ich hätte gleich, denke ich, eine essen, wenn ich mal sehen würde. Er hat denn sonst noch irgendwas? Ich glaube aber nicht. Aber ja, also so kann man dann einfach hier mit Rechtsklick das essen. Wie ist das denn mit dem Bogen? Ah, ich habe gar keinen Bogen. Okay. Hier dran auch nichts. Die Map ist irgendwie. Ich komme schon halt. Okay. Wir gucken einfach mal hier so ein bisschen rum nach Gegnern. Da vorne sehe ich doch jemanden. Hier sind zwei Leute sogar. Okay, dann nehmen wir mal die Speedpot hier. Oder wie die Axt hier auch so reinkommt, so richtig langsam. Ich weiß nicht. 1,7, also 1,6 und 1,7 waren so meine Favorite Versions. So, das ist ein erstes Team sogar. Okay. Der war 2 hit down. Und der ist auch an Fallschaden gestorben. Okay. Ein bisschen Essen. Okay, Essen haben wir eigentlich doch genug. Da oben. Da haben wir nochmal einen Namen. Da oben steht jemand drauf. Ich habe gar kein Optifine hier installiert. Ich habe nur diese. Ganz normal diese latest Version da ausgewählt. Und ja. So. Der kann wahrscheinlich. Die bekam der da hoch. Ach, da ist er wer. Ich geh mal kurz hier weg. Weil der weiß, wie das mit dem Cooldown ist. Und wird auch jetzt angegriffen. Aber ich habe ihn abgestorben. Und jetzt haben wir die Dia-Hose. Zack. Wo der andere Typ? Hier. Okay, warte. Ich gap einfach mal jetzt so. Der Typ weiß auch, wie das ist mit dem Cooldown. Ein paar Spieler hier wissen das ja anscheinend nicht. So. Ich glaube, Defan startet, ne? Ah ja, okay. Tatsache. Die Runde wird auch echt kurz gehen, aber ja, wie gesagt, einfach mal so ein kleiner Eindruck. Okay, die baut sich auf. Das ist echt nicht schlecht gemacht, finde ich. Also, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, nochmal hier Speedpot rein. Der hatte sogar noch eine bessere Axt, oder? Hat der nicht Eisenaxt oder bin ich dumm? Egal. Alter, das Deathmatch war richtig intens. Dafür könnt ihr auf jeden Fall mal 10.000 Likes da lassen. Nee, JK, ich hoffe auf jeden Fall, die Runde hat euch irgendwie gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal in der nächsten Folge morgen, also in der Skywars-Episode. Und okay, ja. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.